Es muss hier doch irgendwas auf sich haben, dass man das hier so angucken kann. Da kann ich halt noch nicht hin, ne? Mal eine an. Ah, das ist wahrscheinlich nur. Ist wahrscheinlich nur die Hilfestellung gewesen für das Schlüsselloch. Guck mal durch den Raum. Sagt er. Mach ich auch so gerne. Es ist 100% nur die Hilfe gewesen. Für. Ach so. Wir müssen 100% hier noch irgendwas an dem komischen Boot machen. Gibt's hier noch irgendwo. Oh, guck mal. Hier ist auch irgendwas. Das kann man wohl irgendwie nach unten ziehen, aber oder irgendwas da drauflegen, nur ich weiß nicht was. Gibt so viele Sachen, mit denen man interagieren kann, aber die bringen einfach nichts. Oh. Was hiermit? Das ist auch wieder sowas. Das kann man anklicken, aber ich sehe nichts. Moment. mir geht's gut. Oh ja, da steht tatsächlich noch skaten, bis der Arzt kommt. Rätseln. Mit Lulle. So. Wie gesagt, mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht es auch gut. Ich weiß nur nicht, wie es hier weitergeht. Wie gesagt, so viel zum Anklicken, aber irgendwie. Ich weiß nicht. Nee, da wollte ich eigentlich nicht hin. An Silvester kommt Christoph und Shannon zu uns. In der fetten Truhe müsste noch was sein.
Ja, und dann feiern wir ein bisschen zusammen. Ja, das Problem ist halt, ich möchte jetzt gerne hier weiterspielen, also den Weg nachfahren, nur ich kann das nicht, weil der nimmt meinen Schlüssel nicht. Also. Ah. Ja. Gut, 4 Westen. 1, 2, 3, 4. 4 Norden. 1, 2, 3, 4. 2 Westen. 1, 2. So, und das ist was, da kann man nochmal mit dem Okular nochmal gucken. Wir haben sie jetzt. Kurz vor Mittag legte sich der Nebel und da war sie, 6 Meilen im Süden. Aufschreiben. Wir näherten uns ihr rasch und sie floh 2 Meilen weiter nach Osten. Zum Kap hin. Nun ist sie gerade einmal noch 1 Meile im Norden. Das Kap wird sie nicht mehr erreichen. Okay, man kann aber hier noch mit dem Okular. Ich will nicht mit dem Okular gucken. Ach, wahrscheinlich dann. Okay, müssen wir dann 6 Richtung Süden. Können wir nicht. Okay, wir müssen erst das hier machen. Glaube ich. Ach so. Da kommt was. I see it. You just need enough, ne? Es geht auch bestimmt schneller. Wow, wunderbar. Besser hätte man es nicht machen können. Steer right. Okay. Ah, jetzt wird das neu gemischt. Okay, 6 Süden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 Osten. 1, 2, 1 Norden. Ah, Wunderbärchen. Was haben wir denn hier? Galionsfigur. Ohne Arme. Ist das normal? Ist ja okay. So. Darf man die jetzt hier dran machen? Ist das normal, dass sie keine Arme hat? Ja, ich glaube schon. Okay, wir haben hier einmal das Steuerrad. Haben wir noch irgendwas hier drin? Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann machen wir das Steuerrad mal hier fest, wenn das dahin gehört. Ja. Aha. Okay. Jetzt hoffe ich mal nicht, dass das einfach hier so drauf steht. Rose.
Okay. Rose. Und da ist das andere Stückchen Edelstein. Wunderbärchen. So, dann hauen wir das mal hier rein. Machen das zusammen und gucken, was jetzt passiert. Ein neuer Tisch. Aber ich möchte gerne erstmal gucken, da ist irgendwas hell geworden. Das da. Darf ich das nicht haben? Ach! Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist der Raum, wo wir drinnen sind. Weil die Schatztruhe, die ist hell geworden. Und links neben uns ist auch eine Kanone. Und der Tisch ist jetzt auch hell geworden. Das macht alles Sinn. Also wir sind quasi auf dem Schiff gerade. So wie ich das verstanden habe. Die Santa Helena lief um 18 Uhr auf einen Felsen auf. Sie hob sich, als ob ihr der Rumpf abgerissen worden wäre, und sofort schoss das Wasser mit fürchterlicher Geschwindigkeit herein. Diesen Felsen allerdings gab es nicht. Wir näherten uns, soweit es ging, um die Überlaufenden aufzunehmen. Überlaufenden. Überlebenden aufzunehmen. Doch nur ein Besatzungsmitglied entkam dem Wrack. Eine Art Gelehrter. Punkt. Ein. Was? Ein irrängiger, zerschlissener Mann. Hier sind immer Wörter drin, ne? In blutverschmierten Fetzen. Seine Faust umschloss eine Art Skulptur. Und mit wirren Worten sprach er davon, wie unermesslich mächtig und wertvoll sie sei. Vielleicht ist unser Schatz doch nicht mit der Helena gen Meeresboden gesunken. Ich ließ das Objekt in die Obhut meiner Kajüte verbringen. Okay. Da ist irgendwas. Da kann man aber nicht. Hier ist auch irgendwas. Das kann man nicht. Aber hier ist ein Stempel oder was ist das? Huch, ein Gewicht. Okay. Hier sehe ich aber noch was. Es liegt in der Natur dieser Welt, sich selbst in immer komplexere Zustände zu verwirren. Wie die Spiralen in einem Strudel, Muster und System zugleich. Es scheint, als wäre jeder Raum selbst ein weiterer Teil einer größeren Apparatur. Du musst den Raum in Einklang bringen, um die Glyphe zu finden. Und die Glyphe in Einklang zu bringen, um die Tür zu finden. Alles muss im Einklang sein, doch zu welchem Zweck? Bin ich der Entdecker, der Gefangene oder eine Ratte im Labyrinth? Okay. Gut, also wir haben ein Gewicht und da ist irgendein Schalter, an dem ich erstmal rumfummeln will. Das da. Darf man nicht schieben, okay. Aber dieses Ding hier hat so komisch... Darf ich das nicht mehr angucken, weil es hat so komisch geschimmert. Deswegen dachte ich, es wäre irgendwie... Na gut. Dann... Dürfen wir das Gewicht da drauf stellen? Nee. Hm. Also ich habe das Gefühl, dass die Truhe fertig ist. Also dass wir damit nichts mehr machen können. Von hinten vielleicht? Nee. Achso, hier war ja noch was. Hier war ja noch dieses Ding, aber da können wir immer noch nichts mitmachen. Oder können wir das Gewicht? Nee.